So, guten Tag, meine Freunde. Willkommen auf SimChain mit dem Euro Truck Simulator 2. Nächste Episode von OneSec Logistics. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich würde sagen, es geht direkt los. Sieht so aus, als müssen wir den Auflieger erst wieder anschließen. Habe ich zwar gar nicht in der letzten Folge ausgeschaltet, aber scheinbar. Welcher war es denn? Es müsste der gewesen sein. Scheinbar hat das Game wieder irgendwas gemacht und schwupps war er nicht mehr dran. Jetzt ist er dran. Ich habe da so eine Vermutung. Ich habe mich zwei neue Mods installiert. Zum einen, dass Menschen an der Pforte stehen und mehr Personal drin ist, und ihr seht es vielleicht auch schon, wir haben neben der Map-Erweiterung Pro Mods jetzt auch die Map-Erweiterung Russ Map mit drin, und das freut mich natürlich tierisch. Und da hoffen wir mal, dass wir direkt irgendeine krasse Tour hier. Oh, das ist glaube ich auch neu. Oder ist es in Pro Mods drin? Ich bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall irgendeine krasse Tour hier hinbekommen. Hier oben nach Russland scheint noch nichts verfügbar zu sein. Das wundert mich zwar, aber gut. Nach Tschechien, naja, es wäre einigermaßen die Richtung. Naja gut, warum nicht? Altverpackung erstmal nach Tschechien. Und von Tschechien geht es dann vielleicht weiter in den Osten. Übrigens nochmal hallo Lukas. Willkommen und hallo Fendt, auch dir ein schönes Willkommen. So, dann fahren wir gemütlich los. Ja gut, Ladezeiten sind natürlich, oh, gar nicht mal so schlimm. Gut, dann, Moment mal, wo ist mein Auflieger eigentlich? Hä? Wo ist der Auflieger? Ich fühle mich gerade ein bisschen veräppelt. Weil eigentlich sollte der doch da sein. Also irgendwas buggt da, glaube ich, ein bisschen rum. Oder er steht jetzt hier irgendwo und ich muss ihn nur finden. Aber das sieht doch schon ein bisschen nach Fehler aus hier. Weil, wo ist der? Also hier ist er nicht. Hier wird er auch nicht stehen. Das ist ja merkwürdig, sehr merkwürdig. Was ist da los? Danke, Fendt, mir geht's gut. Und wie geht's dir? So, jetzt nutzen. Aha. Ah, in der Abholbereit in sind wir da nicht? Ne, scheinbar sind wir da nicht. Okay, da müssen wir da nochmal hin. Oh, das ist ja nicht so schön, Fendt. Dann gute Besserung auf jeden Fall. Ja, hast recht, Lukas. Aber ich dachte, wir wären an der Garage. Scheinbar sind wir irgendwo an der anderen. Kriegen wir hin. Und dann geht's nach Tschechien.
Ah, alles klar, da steht er. Okay. Ja, dann passt ja alles. Dann waren wir irgendwie in der falschen, an der falschen Garage. Umso besser, Leute. So, dann übernehmen wir mal hier den Trailer, wie man so schön sagt. Mal sehen, ob ich diesmal direkt runterfahren kann. Manchmal hängt er ja so ein bisschen. Leider kann man das Fahrniveau noch nicht in-game hoch und runter machen. Das wäre halt geil, wenn sie das auch irgendwann noch mal simulieren. Kommt bestimmt eines Tages. So. Alles klar, so, ich sehe, da muss ich den Auftrag nochmal neu wählen, beziehungsweise von hier nochmal schauen. Nichts zu danken, Fendt. Was es hier gibt. Hier gibt es viel nach Frankreich. Ja, das ist ziemlich weit. Cork. Schon wieder, das sind wir doch dem letzt erst gefahren. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, Schokolade nehme ich. Hey, gegen Schokolade kann man nichts sagen, Leute. So, alles klar, dann. Let's go. Oh, und die Ladestelle ist direkt um die Ecke. Auch da sage ich nicht nein. Und dann geht das hier ganz gemütlich los. Ich habe übrigens gestern das erste Mal im Real Life nachts oder spät abends, ja eigentlich schon nachts, so links vor, rechts vor. An einer Kreuzung ein Lang-LKW oder auch Euro-Kombi gesehen. So ein, wie wir in der letzten Folge am Anfang gefahren sind. Sattelzug und mit Tandem-Anhänger hinten dran. Ist von rechts nach links an mir vorbeigefahren. Das habe ich gefeiert. Ich musste zweimal hingucken, aber es war wirklich ein Lang-LKW. Habe ich in der Form in Deutschland noch nie gesehen. Abgesehen davon habe ich in Deutschland auch so fast noch nie lange LKW gesehen. Ich habe aber schon mal die andere Variante gesehen, sogar schon zweimal. Mit einem Lastkraftwagen und mit Fangmaulkupplung hinten dran. Und dann über Dolly noch einen Sattelauflieger hinten dran. So, dann melden wir uns mal bei dem Typen hier an. Der steht aber ziemlich krass auf der Straße, hey. Guten Tag. Na, wo ist er denn? Naja, der steht. Denken wir uns einfach, der steht da. Nein, nein. Wieso? Das, wieso? Ach so, das habe ich ja falsch gesehen. Oh nee, wir wollen doch woanders. Wir wollen doch. Hä? Okay, ich habe komplett die Orientierung verloren. Da wollen wir eigentlich nicht lang fahren, sondern nach oben. Ja und nein. Reifen, Saftkonzentrat. Oh Mann. Also ich. Panama. Ja, es ist alles schön, aber wir wollen eigentlich nach oben fahren. Naja, okay, dann fahren wir hier die Schokolade hin. Nach Rovaniemi, oder wie das heißt. Gut, dann fahren wir hier weiter. So, hier vorne wird geladen. Schön viel Platz. Relativ groß das Ganze. Ja, los geht's. Wenig los hier in der Nacht, auch angenehm. Da kommt man doch gerne etwas später an. Noch ein zweites. Wahrscheinlich haben wir das gerade genommen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal. Oh, das wird nicht passen. Ja, wenn ich ganz hart einknick. Ja, komm. Fahren wir nochmal ein Stück vor.
mal gerade fahren. So. So, und dann hoffen wir mal, dass es jetzt gerade sitzt. Das sieht doch ganz gut aus jetzt so. So, nochmal hier schön vorsichtig andocken. So, da stehen wir dran. Nochmal ein Stück vor. Hi Kai, guten Morgen, grüß dich. Na, alles klar? So. Gut. Dann gibt es leckere Schokolade. Die würde ich natürlich immer laden. Genau wie guten Kaffee. Nein, Singleplayer. Danke, mir geht's auch gut. So, da haben wir geladen. Dann kann ich ja auch mal den ersten Schluck Kaffee laden. Gut. Ja, dann geht's hoch ins ferne Finnland, ins kalte Finnland, aber wahrscheinlich auch ins schöne Finnland. Fährt man ja auch nicht oft hin, wobei wir in den letzten Wochen und Monaten doch oft so in Skandinavien unterwegs waren, da wir da ja noch lang LKW gefahren sind und gibt ja leider noch nicht so viele Orte, wo das erlaubt ist, aber natürlich einer der Vorreiter. Skandinavien. So, der Typ, der geht jetzt hier mal schön zur Seite. Muss man sich jetzt halt mal so, ups, muss man sich jetzt halt mal so zurechtdenken. So, links frei, rechts frei, links frei, rechts frei. Sehr gut. Ach ja. Naja, wäre auf jeden Fall schön, wenn wir unseren langen LKW hätten behalten können, aber was soll man machen, wenn der gute Herr Wanzek uns halt nach etwas, man kann schon fast sagen, Linienverkehr Skandinavien-Deutschland, Skandinavien-Holland zurückschickt und wir dann hier mit einem klassischen Sattel fahren sollen, dann ist es halt so. Der Gesetze wahrscheinlich geschuldet und wahrscheinlich, weil er auch nicht so viel Ladung hat, dass sich ein langer LKW lohnt. Aber ich bin mir sicher, wir werden auch in Zukunft wieder lange LKW fahren. So, noch nicht viel los hier, aber okay. So, links frei, rechts frei, links frei. Rechts zum Glück auch noch frei. Ja, wenn bei diesen Kreuzungen immer die Ampeln aussehen, da habe ich Angst. Da ist es manchmal nicht so einfach, über die Kreuzung zu kommen. Hi Silvertef, moin moin und hallo. Ja, bei mir schon und bei den anderen hoffe ich doch auch, aber was sie so erzählen, geht's denen auch ganz gut. Und wie geht's dir so? Bei dir auch alles klar? Die schnelle Feuerwehr hier. Auch schnell, wenn sie nicht das Blaulicht anhat. Na, der wird ja wohl hoffentlich warten. Okay. Wow, ja. Gut. Ist sein Recht. Er ist da auf der zweiten Spur. Da kann er auch. Ups, da kann er ruhig abbiegen. So, hier ist alles frei einigermaßen.
Ja, das ist das Wichtigste, Silvertef, aber es sollte einem natürlich auch gut gehen im Leben. Sprich, man sollte das Leben ja schon auch irgendwie genießen, sonst ist das Leben ja nicht lebenswert. Aber ich denke mal, das tust du auf jeden Fall. Ich glaube, der hat 460, der in der jetzigen Konfiguration der Volvo. Also reicht eigentlich. Sehr gut, Silvertef. Dann bin ich ja zufrieden, wenn du das tust. Ich hoffe, an den Punkt komme ich auch mal wieder. Aber bestimmt. Ich meine, es könnte schlechter sein. Ich finde ja hier und da immer noch ein bisschen Zeit zum Zocken, das ist die Hauptsache. Ah, da hätte ich fahren können. Aber da war ich etwas zu vorsichtig. Vor allem, weil der Kollege abbiegt. Naja, lieber zu vorsichtig als nicht zu vorsichtig. Ups. Eieieiei. Das passiert, wenn man auf den Chat schaut. So, hier geradeaus dürfen wir nicht fahren, okay. Ja, Silvertef, die Kleinigkeiten, die das stimmt, wie zum Beispiel ein schöner Twitch-Stream am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Da hast du recht. Oder ein guter Kaffee mal zwischendurch. Und schon macht das Leben wieder Sinn. So, Tank ist noch gut gefüllt. Ich habe mir gerade überlegt, das sind ja schöne Straßen, wo wir hier lang fahren. Zwar natürlich etwas anstrengender als Autobahn, aber bis jetzt sehr gemütlich, schöne Landschaft, schöne Optik und wenig Verkehr. Genau, Silvertef, da sind wir uns ja einig. Wir sind die Kaffee-Bros. So, hier rechts darf man auch nicht rein beim nächsten Kreisverkehr.
Es wäre ja cool, wenn das Spiel oder wenn es irgendwann mal einen Mod gäbe, dass das dann wirklich so macht, dass man auch darauf achten muss, wo man lang fährt, von wegen zu niedrige Brücken oder Durchfahrtsverbote für Lastkraftwagen und so. Ich meine, gut, mit einem LKW-Navi wird auch viel schon abgedeckt, aber hier und da gibt es halt immer mal irgendwas, wo man auch mal ein bisschen schauen muss oder wo man sich verfährt und dann wieder irgendwie rausfahren muss und woanders rumfahren muss und so. Also es wäre zumindest gut zum Trainieren fürs echte LKW-Fahren, aber natürlich auch viel stressiger dann, wie das echte LKW-Fahren. Ja, ich finde zumindest gut, dass es hier und da so jetzt auch schon mal so LKW-Durchfahrtsverbotsschilder gibt und in Promo sogar ja noch viel mehr. Das ist schon ganz cool. Da kriegt man so ein bisschen Feeling für. Besser als nichts, nicht wahr? So, an der Stopplinie dürfen wir stoppen. 21, 22, so. Dann mal schauen. Ah, jetzt ist schon wieder mehr Verkehr. Die Leute wachen langsam auf und gehen zur Arbeit. So, der Typ da drüben hat Vorfahrt. So, was ist mit dem fährt er? Er fährt. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir stehen hier noch ein bisschen. Oh, Volvo. Und wir fahren einen Volvo. So, links frei, rechts frei, links frei, rechts frei, straight ahead. Naja, nicht ganz. Left turn. Aber schön weit genommen. So. Okay, Überholverbot. Okay, kein Problem. So, lange dürfte es ja nicht mehr dauern, bis das Spanien-DLC rauskommt. Oder kommt es erst irgendwie im September, erst im Dezember raus? Habt ihr da vielleicht mehr Ahnung als ich? Ich finde halt, oder halt Ende November, ich finde halt, das ist schon viel zu lange in der Entwicklung. Genau wie das Colorado-DLC vom ATS. Die machen da ja. Wartet mal ab, wenn das Spanien-DLC rausgekommen ist, wenn die Ende des Jahres schon wieder Werbung für ihr nächstes Map-DLC machen und dann dauert es ein Jahr, bis es rauskommt. Also ich finde, entweder machen die schon zu früh Werbung oder die brauchen halt einfach zu lange. Es ist ja schon gut, was dann am Ende bei rauskommt, gar keine Frage. Aber ich finde, es nervt halt, wenn du das ganze Jahr alle paar Wochen in ihrem Blog liest. Oh, hier neuer Screenshot und das ist drin und die Landschaft hier in Spanien und das und das und dann wieder von vorne und das ganze Jahr. Dann sollten sie es lieber erst 2 Monate, 3 Monate vorher ankündigen, wenn es fast fertig ist und insgeheim daran arbeiten. Das nervt mich voll. Naja, gut. Sicherlich Geschmackssache. Aber man kann ein DLC oder man kann auch etwas Neues tot kommerzialisieren. Egal, wir holen es uns trotzdem und wir werden es bestimmt auch lieben. Also es wird eh erstmal nach Release dauern. Also ich werde es wahrscheinlich erst benutzen, wenn es ProMods kompatibel ist und RusMap kompatibel. Wobei RusMap sollte ja kein Problem sein. Das ist ja auf der anderen Seite. Bei RusMap muss man nichts ändern. Aber ProMods wird ein Update bekommen. Dann brauchen wir wahrscheinlich ein neues Definition-File für RusMap Connection und eventuell auch noch RusMap Connection. Die eine Datei nochmal updaten, aber wenn wir Glück haben, läuft auch alles. Wir brauchen nur ein Pro-Mods-Update, wie auch immer. Es dauert dann halt vielleicht noch 1, 2 Wochen, vielleicht auch einen Monat oder so, aber dann, ja, dann kann es losgehen hier mit der nächsten Folge und dann halt irgendwann mit dem Spanien-DLC. Ja,
Ja, ich hoffe, dass die auch viele Sachen im Core-Game updaten, wenn dann das Spanien-DLC rauskommt. Oh, das ist ja auch ein interessanter Kreisverkehr hier. Boah, mit diesen Sausage-Curbs, nenne ich es mal, wie man es in der Formel 1 ab und zu sagt. Das ist natürlich richtig fies hier, guck mal. Boah, wie ich hier fast schon an den Curbs langschleife mit dem Trailer. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Passiert de den besten Fahrern, sage ich mal. Auch, dass man mal irgendwo einen Randstein schneidet oder ein bisschen ins Gras fährt bei engen Kurven. Aber, ja, nicht angenehm zu fahren für den LKW-Fahrer von morgen. Hallo, der Schmied, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Willkommen im Chat, wie geht's, wie steht's? So, LKW-Überholverbot kann man unschwer erkennen. Hier bin ich echt noch nie lang gefahren. Aber ich bin sowieso noch lange nicht überall gewesen. Also auch wenn ich ETS schon lange spiele, mal Vanilla, mal mit Pro-Mods, mal mit Pro-Mods und Rust-Map, ich habe noch viele, viele Sachen nicht gesehen. Das könnt ihr mir glauben. Ja, der Schmied, freut mich, dass es dir gut geht. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Das ist ja sehr schön. Bist du auch am Euro-Trucken oder was treibst du Schönes? Ah, sehr schön. Du glaubst gar nicht, wie viele Wochen ich schon vor mich herschiebe, mal wieder ATS zu spielen. Ich habe gestern sogar auf der Arbeit mal dran gedacht, wann denn ein guter Tag und Zeitpunkt wäre, mal wieder mit ATS zu spielen. Also ich habe mir gedacht, ich suche mir eine Firma, eine virtuelle Firma für ATS, so wie ich das jetzt hier auch bei Euro Truck Simulator gemacht habe, für die ich dann fahre. Mit eigener Lackierung, Truxbook und so weiter. Oder auch dieses andere Programm, VSped. Wobei ich das noch nie benutzt habe, aber es wird ja wahrscheinlich auch nicht so schwer sein. Und dann wäre ich motiviert, jede Woche mindestens mal eine Folge im ATS zu drehen, weil die Firma ja auch erwartet, dass ich Geld verdiene. Das ist also grob meine Planung für den ATS in Zukunft. Ah, schön, dass ich hier nicht der Einzige bin, der ATS spielt. Oder wieder spielen werde. Ich glaube, die wollen, dass ich hier die äußere Bahn nehme. Auch schon wieder so ein hartes Ding hier. Oh Mann, das ist ja nicht mehr feierlich. So, dann versuchen wir mal hier ein bisschen Raum rauszuholen. Immer schön langsam. Bloß nicht die Reifen unnötig belasten. Kostet alles Geld, fließt in die Kalkulation mit ein. So, ja gut, ich blink trotzdem mal hier raus, auch wenn ich eh nur nach da fahren kann. Da habe ich ja glücklicherweise die richtige Spur getroffen. Oh, da hat der gute Schmied viel geschrieben, muss ich ganz kurz mal gucken. Ja, also Schmied, als ATS rauskam, war ich auch voll gehypt und habe den ETS nicht mehr gespielt. Ich habe schon noch gespielt, aber ich habe mir reingezwungen. Ich habe mir dann immer versucht einzureden, boah, aber der Euro Truck Simulator ist doch genauso geil wie ATS, nur halt in Europa. Den musst du genauso spielen wie den ATS, aber mich hat es dann auch sehr zum ATS gezogen. Ist aber mittlerweile wieder komplett umgeschlagen, jetzt, wie du sehen kannst.
muss ich mir eher ATS reinzwingen und bin wieder total auf dem Euro-Truck-Simulator. Da oben fliegt, glaube ich, ein Flugzeug rum. Ich habe den Schatten gesehen. Ah, da fliegt der. Oh, krass. Der fliegt aber hart niedrig hier. Der macht quasi die Show für uns hier auf Twitch, Leute. Extra für euch hat er eine kleine Runde gedreht. So, wir schalten mal auf Tagfahrlicht um. Und da vorne kommt auch irgendwas. Das ist sogar ein Thresher. Nein, wie geil ist das denn? Der wird jetzt aber warten, oder? Ey, was geht mit dem ab? Ja, wo wir wieder beim Thema sind, die Bauern, die dürfen alles. Das ist ein Johnny, oder? Das ist doch ein Johnny. Oh, wie geil ist das denn? Erstes Flugzeug und jetzt hier der Thresher. So, und da fährt er direkt wieder rein auf sein Feld. Ja, es kann nur ein Johnny sein hier. Grüße an den Haifisch, den alten Johnny Lover. Jo, also wie gesagt, Schmied. Ging mir am Anfang auch so. Mittlerweile bin ich wieder voll auf ETS. Was ich im ATS auf jeden Fall besser finde, aber das muss ja auch so sein, weil er neuer ist. Wie du schon gesagt hast, so das. Moment, darf ich hier langfahren? Ach so. Nee, da rechts darf ich nicht reinfahren. Ach so, das ist eine alte Grenze und da ganz rechts hätte ich langfahren müssen. Tja. Alles klar. Ja, die Grafik vom Core Game, vom Vanilla Game und auch so die Map-Gestaltung war viel realistischer, mehr so von Hand gemacht, nicht generiert, wie das anfangs beim ETS auch war. Aber die geben sich ja jetzt mit jedem größeren Update Mühe, auch das Basis-Game zu verschönern und zu verbessern und realistischer zu gestalten. Und natürlich die ganzen DLCs, die Map-DLCs und die rauskommen jetzt, die sind auf demselben Standard wie ATS. Aber ich finde auch dieses American Trucking hat natürlich einen anderen Flair. Und wie gesagt, sobald wir eine Firma gefunden haben, die uns dann antreibt, dass wir auch mal wieder den ATS andrücken, dann werde ich auch wieder im ATS spielen und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder richtig Bock drauf haben. Nur habe ich jetzt 1, 2, 3 Wochen vielleicht kein ATS mehr gespielt. Und ja, das ist jetzt halt die Planung, dass ich mir da erstmal eine Firma suche, die mir dann in den Arsch tritt. Und dann werden wir halt hier regulär wöchentlich einmal ETS, einmal ATS spielen. Einmal für Wanzek Logistics hier ETS und dann für welche Firma auch immer ATS. Spricht ja nichts dagegen, ATS besser zu finden. Also schlecht finde ich ATS auch nicht, gar keine Frage. Man lernt halt noch was man in ETS nicht lernt. Gibt halt ganz andere Fahrzeugkombinationen und ja, alles halt ein bisschen amerikanischer, nicht? Weil es Zeit kostet. Also so eine eigene Firma, da muss ich mich ja auch noch um Mitarbeiter und alles kümmern. Und ich habe schon nicht so viel Zeit und die Zeit, die ich halt ins Gaming im Moment, also die Zeit, die ich habe, die investiere ich in YouTube und Twitch zu 99,9%. Da bleibt halt nicht mehr viel Platz für noch was. Und ja, ich finde es auch ganz cool für andere Leute zu fahren. Wie gesagt, dadurch hat man halt auch so Motivation irgendwie. Also mich treibt das an. Oh, da bimmelt mein Twitch. Moment. Ah, der Schmied. Vielen Dank ganz offiziell. Herzlich willkommen hier auf Zimtjay. Gracias, amigo muchacho. Merci, thank you very much. Danke für dein Follow, die Unterstützung und den netten Chat mit dir am Morgen. Thank you. Ja, also eigentlich spricht nichts gegen eine Firma. Nur, ich denke mir halt erstmal bei einer anderen Firma fahren. Ne, dann hat man auch so ein bisschen den Druck, den Stress, dass man Leistung bringen muss. Dann fährt man auch mehr und dann kann man ja irgendwann noch eine eigene Firma aufmachen. Aber das ist halt jetzt so im Moment das Ding. Oder um es mal Roleplay-mäßig realistisch auszudrücken, erstmal hier eine Lehre machen, dann ein bisschen Erfahrung sammeln und dann vielleicht sich irgendwann selbstständig machen. Ja, gerne Schmied. Also falls es dich interessiert, ich spiele zum Beispiel auch noch recht viel Farming Simulator. Aber jede Woche mindestens eine Folge auch Euro Truck Simulator. Und wie gesagt, demnächst dann auch wieder American Truck Simulator.
Und eigentlich ist auch geplant, dass wir On the Road zum Beispiel spielen, aber ich weiß es noch nicht, ob ich mir das. Also da bin ich hin und her gerissen, weil eigentlich, na, eigentlich lohnt sich das Game noch nicht so richtig. Da müssen die Leute erst noch mal ein bisschen was von ihren Versprechungen einlösen. Mal schauen, jetzt sind sie ja eh dabei, erstmal die Konsolenversion zu programmieren, aber ob danach dann noch mehr kommt, da habe ich ja so meine Zweifel, leider im Moment. Ach, du bist Modder, gut, umso besser, dann spielst du ja wahrscheinlich auch viel Farming Simulator. Tatsächlich habe ich noch nie was gemoddet für Farming Simulator oder beziehungsweise ich habe noch nie was gemoddet. Das Einzige, was ich, oder was heißt das Einzige, also was ich gerne mache, aber da fehlt mir natürlich auch im Moment die Zeit, Map-Editor-Sachen. Aber Mods habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Wobei doch, ich habe mal ganz grob für den ersten Spin Tires, habe ich mal, jetzt wo ich so drüber nachdenke, da habe ich was im Map-Editor gemacht und dann habe ich auch mal mir so angeguckt, wie das ist mit Vehicle-Modden, aber nur ganz grob. Also ich habe nie was fertig gemacht, ich habe nur mal so eins, zwei Achsen und so gebaut. Ja, macht auf jeden Fall auch Spaß. Also Map-Editoren und so, das macht mir auch eine Menge Spaß, kostet halt auch viel Zeit. Also in Arma 3 habe ich sehr, sehr viel auch als im Map-Editor und Mission Creator verbracht. Und dann früher noch in ein, zwei anderen Spielen, in 3D-Shootern und so, habe ich auch ganz gerne Maps gemacht. Tja, ich. Oh, was war denn das? Oh, da habe ich mich ja krass erschreckt. Hallo Hasenmensch, schönen guten Morgen. Vielen Dank für dein Cheering. Freut mich. Thank you very much, my friend. Danke, danke für die Unterstützung. Ich hoffe, bei dir ist alles klar. So, darf ich hier nach rechts? Nee, muss er weiter geradeaus. Ja, das ist wirklich ein sehr schönes Gebiet, wo wir hier langfahren. Und ja, der Schmied, jetzt wo du es sagst, Modding wäre eigentlich, also ich hätte auf jeden Fall eine Idee für ein, zwei Mods im Farming Simulator, die es meiner Meinung nach noch nicht gibt. Die habe ich schon im 17er gesucht, aber da habe ich nie was gefunden. Allerdings glaube ich, wenn ich die jetzt in Eigenregie baue, wären die nicht so gut, wie wenn die jetzt jemand baut, der das vielleicht schon länger macht und wahrscheinlich auch deutlich besser kann. Ich weiß, es gibt schon sehr viel und es wird auch noch sehr viel mehr geben und das ist auch super, was die Modding-Leute sowohl im ETS oder im ATS, ETS machen und auch in FS. Aber so eins, zwei Sachen, auch im ETS, die habe ich noch nicht gesehen. Kennst du dieses Ansatzfahrzeug von Carmack, das heißt Carmack Wiesel? Das benutzt man, um Anhänger und Auflieger und Container zu rangieren. Das findet man in größeren Lagerhallen, Höfen, wo viel Umschlag ist und an Hafenterminals und sowas. Also quasi so ein Rangierfahrzeug. Ja, ist es so, dass da viele Paymods gibt? Also ich weiß, dass manche Leute schön designte Trucks als Payware verkaufen. Das habe ich schon mitgekriegt, aber es gibt da auch sehr viel Freeware-Kram, oder? Ich meine, es gibt ja auch, denke ich mal, ein bisschen Payware-Kram für Farming Simulator, oder? Gibt's da bestimmt auch die ein oder andere kleine, ich nenne es mal Firma oder Community, die das dann wahrscheinlich verkaufen. Aber na klar ist es schade, es kostet wieder Geld. Also wenn die Sachen ihr Geld wert sind, okay, aber weiß ich halt nicht, ob die ihr Geld wert sind. Sei denn, die sind halt von großen Firmen wie Aerosoft oder so. Ja, also wie gesagt, dieser Carmack Wiesel, den wollte ich mal im 17er haben, damit ich Sachen rangieren kann und
Am besten halt auch noch Wechselbrücken, die man dann halt auf und abnimmt damit. Wäre zwar irgendwie auch was für einen Euro-Truck-Simulator, aber da fährt man ja LKW, da ist man ja kein Rangierer. Deswegen eher Farming-Simulator, dass man den auf dem Hof stehen hat, bei Bedarf. Und im Euro-Truck-Simulator zum Beispiel kennst du diese Firma Action aus Holland, die's auch in Deutschland gibt, so Filialen, sowas, so quasi wie, ich weiß nicht, so eine Mischung aus DM und Aldi. Die haben doch so, denen ihre Auflieger. Die sind Doppelstock zweiachsig und haben eine hydraulisch gelenkte, also haben zwei Achsen hinten, die auch beide hydraulisch gelenkt sind. Diesen Auflieger habe ich auch mal eine Zeit lang gesucht und auch mal im Forum geschrieben, aber den gibt es auch nicht. Den hat bis jetzt auch noch keiner nachgebaut. Ich fand es halt cool, dass die halt die zwei Achsen hinten mitlenken. Und das ist ja, denke ich mal, also gelenkte Achsen ist ja in Euro Truck Simulator möglich, deswegen könnte man die ja wahrscheinlich auch modden, aber hat bis jetzt noch keiner gemacht. Ist aber wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit. Wie meinst du das? Gelenkte Achsen sind zwei Wörter. So, ich mach mal hier gechillt auf 75 den Tempomaten rein. Ui, der ist ja auch krass hier, der Polizist. Wie krass. Ja, gut, also ich weiß nicht, ich meine, wenn die Leute halt Paymods anbieten, dann scheint ja auch ein Markt da zu sein. Dann scheint es auch Leute zu geben, die es kaufen. Also wenn es gut ist, sage ich mal, ist in Ordnung. Ja. Also ich meine, wenn der Preis okay ist und die Qualität auch, wenn da alles stimmt, finde ich es in Ordnung, wenn man es kauft. Ich meine, die stecken ja dann auch viel Arbeit rein. Also überleg mal, wenn ich einen geilen Mod machen würde. Und ich sehe, dass der so gut ist, dass Leute bereit dafür sind, Geld zu bezahlen. Warum nicht? Solange ich mich halt um den Mod auch kümmere und die Leute zufriedenstelle und nicht einfach irgendwas hinklatsche, was ich mir wahrscheinlich noch zusammengeklaut habe, das dann irgendwie auch noch voll buggy rumklitscht oder so, dann, solange das nicht der Fall ist, ich finde es okay, ist jedem selbst überlassen. Weil sonst könnte man ja auch sagen, wer jetzt sich DLCs holt, den verstehe ich nicht oder so. Es ist ja im Prinzip nichts anderes. Also wie gesagt, wenn die Qualität da ist, warum nicht? Klar, ich freue mich natürlich auch, wenn ich gute Sachen umsonst kriege. Man ist ja immer ein bisschen sauer, wenn man Geld bezahlen muss. Aber zum Beispiel musste ich einmal an der Tankstelle für so eine richtige Billigmaske 2 Euro bezahlen. Das ärgert mich immer noch. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir die nicht gekauft. Aber ich habe sie, also, oder was heißt, hätte ich das gewusst? Ich habe sie in dem Moment einfach gebraucht, deswegen musste ich sie kaufen. Hätte ich noch eine andere gehabt für das, was ich vorhatte, hätte ich sie mir nicht gekauft. Aber ich hatte keine Wahl und das ärgert mich heute noch. Aber so ist es halt. Aber ich verstehe es auch, dass die Leute das nicht gut annehmen, wenn man für Mods Geld bezahlen muss. Mich würde ja mal interessieren, ob das überhaupt legal ist, dass die Leute da in ETS Mods anbieten gegen Geld, ohne dass SCS davon was kriegt. Also No Hate oder so würde mich jetzt einfach nur mal interessieren, ob das überhaupt legal ist. So, jetzt mache ich schon mal ganz kurz hier aus, damit ich den Chat hier nochmal genau lesen kann. Ach so, du meinst gelenkt. Ach so, das ist eine Skript. Also kannst nicht beides machen, meinst du? Liften und lenken oder wie? Also ich meine schon gelenkte Achsen. Ja, wie auch immer. Ich meinte die Action-Trailer. Also ich dachte, es gibt ja gelenkte Achsen in ETS und deswegen dachte ich, das geht schon. Ah, okay, geht beides. Ja, okay.
Verstehe. Ja, umso besser. Also wird es mal höchste Zeit, dass das jemand moddet. Ja, wenn die Qualität nicht stimmt, dann würde ich dafür auch kein Geld bezahlen wollen, richtig? Ja, gut, den Entwickler unterstütze ich, klar, aber wenn ich die Paymods kaufe, unterstütze ich ja die Leute, die einen guten Paymod machen. Ist ja auch nichts anderes. Wie gesagt, wenn die Qualität gut ist, warum soll man die Typen nicht für ihre Arbeit bezahlen? Das ist ja im Prinzip nichts anderes als den Entwickler zu bezahlen. Die sind ja so gesehen dann auch Entwickler von dem Mod. Wenn du einen coolen Mod machst in FS und jemand würde den kaufen, wärst du doch bestimmt auch happy. Also wenn du einen guten Carmack-Wiesel-Mod machst, so wie ich das gerne hätte oder beschrieben habe, und der Preis wäre in Ordnung, ey, da wäre ich auch, würde ich sagen, ist auch okay, dass ich dir dafür was gebe. Also jetzt als Beispiel. Und da wärst du doch bestimmt auch nicht unglücklich drüber. Zum Überfall der Tankstelle. Ja, das wäre mal was. Eine Maske, bitte 2 €. Okay, Hände hoch, Geld her. Und die 2 €, die können sie mir direkt wiedergeben. Ja, ist aber eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, jetzt wo mit Maskenpflicht und so, ist es doch eigentlich noch, lädt doch eigentlich Diebe noch mehr dazu ein oder Räuber noch mehr dazu ein, irgendwas zu überfallen, oder? Gehst mit Maske rein, gehst mit Maske raus. Ja, und es fällt nicht mal auf. Eigentlich gut für die Leute. Ach ja, wie schön. Und da, oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, ich wollte gerade sagen, traumhaft, wie man hier durch die weltliche Landschaft fährt. Oh, das ist aber ganz schön starker Regen. Da müssen wir vielleicht nochmal ein Stück. Oh, hier darf ich sogar noch schneller fahren. Naja, bei dem schlechten Wetter hier auf der Landstraße traue ich mich gar nicht schneller zu fahren als 75. So, eieiei, ist das brutal, der Regen hier. Ich sehe ja gar nichts mehr. Nur, dass da vorne irgendwie eine Kurve kommt. Dann nehmen wir mal den Tempomaten direkt wieder raus. Also ich fahre Tempomat ja am liebsten eigentlich wahrscheinlich wie die meisten eher auf der Autobahn. Nicht unbedingt hier in diesen ländlichen Gegenden. Oh, die Ampel funktioniert. Okay. Boah, da bremsen wir mit Schokolade hinten, die von hinten drückt. So, dann haben wir mal hier kleine Verschnaufspause, da gucke ich nochmal. Nee, nee, also pass auf, Schmied, das ist schon okay, du kannst den Mod dann auch gern an andere verkaufen, du musst den nicht löschen. Das ist ja okay, ich meine, ich bin da bestimmt nicht der Einzige, der einen Carmack-Wiesel gerne hätte. Ich zugegebenermaßen, ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die sich darüber Gedanken machen, aber bestimmt, wenn jemand sieht, oh, da gibt es auch einen Wiese-Mod, da wär ich nicht der Einzige, der auf Kaufen oder Downloaden drückt. Das ist schon okay. Also, ich meine, ich habe dir halt die Idee gegeben, aber du kannst dir natürlich dann auch in Serie geben. Damit hätte ich kein Problem. Goldberg, einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Willkommen hier auf SimJ. Vielen Dank für dein Follow. Merci, gracias amigo muchacho. Thank you very much für deine Unterstützung. Keep on trucking, my friend. So, schaffen wir das hier noch, die Ampel? Ja. Also, ich meine, ist ja nett, wenn du den Mod dann extra für mich nur machen würdest und danach löschen würdest, aber das brauchst du gar nicht. Also, ich red schon davon, wie bei diesen anderen Leuten, die halt Payware-Mods verkaufen, dass du den halt machst und dann alle verkaufst. Es wäre ja auch in Ordnung. Das ist ja ein seriöses Geschäftsmodell. Also, na, wo wir wieder beim Beispiel hier mit Euro Truck Simulator wären, den haben die Leute ja auch nicht für eine Person nur programmiert. Und nur einer auf der Welt hat den gekauft. Das ist, also, ich habe damit kein Problem. Wenn die Qualität stimmt, wenn du was Gutes machst und du willst dafür 1, 2 € haben, was weiß ich, wie viel da andere Leute für Payware-Mods Geld nehmen, dann würde ich sagen, ist in Ordnung. Ah ja, gut, also für eine Tasse mit einem Logo drauf 10 € zu nehmen, das ist nicht in Ordnung. Da bin ich voll deiner Meinung. Also, gibt's echt Leute, die das machen.
Ja, nee, also da habe ich auch kein Verständnis für. Also wer das kauft, ja okay, der hat. Oh Mann, hier traue ich mich jetzt auch wieder nicht drüber zu fahren. Ja. Das hätten wir jetzt tatsächlich noch geschafft, glaube ich. Aber diese Euro-Truck-Ampeln, die sind fies. Also wo man normal im echten Leben bei Gelb noch voll durchziehen kann, dann wären die ganz frech rot. Deswegen lassen wir das mal. Und man soll ja eigentlich bei Gelb auch eher bremsen und nicht Gas geben oder verzögern. Verzögern. So, traumhaftes Wetter hier, sehr schön. Ja, okay, das ist natürlich krass. Also, nee, da habe ich, da sage ich auch, dass, nee, da, also das ist dann auf jeden Fall Wucher. Und das kann man mit Sicherheit auch nicht rechtfertigen, sowas. Aber wenn es jetzt wirklich ein kompletter LKW, am besten noch mit Auflieger ist, der wirklich ein eigenes 3D-Modell, eigene Physik, eigene Performance-Daten und so hat und dann halt auch noch richtig gut alles lackiert ist, also Texturen und alles realistisch stimmig, und da wird man, keine Ahnung, 9 € oder so für verlangen, würde ich sagen, ist in Ordnung. Oder 5 € oder 4,99 €. Und wenn der Typ dann mit jedem Euro Truck Simulator Update, das auch die LKWs irgendwie updatet, seinen Mod mit updatet, dann würde ich sagen, auf jeden Fall in Ordnung. Also deine, wie soll ich sagen, deine Einstellung, dass du es lieber umsonst geben würdest, in allen Ehren. Das kann man auch nicht kritisieren, das ist super. Natürlich freut mich das auch als Endbenutzer, weil dann würde ich ja Geld sparen. Aber ich finde es auch, also ich kritisiere auch keinen dafür, dass er für seine harte Arbeit, wenn es denn harte Arbeit war, natürlich auch ein bisschen Geld für haben will. Es ist ja jedem selbst überlassen, ob er es kauft oder nicht. Es sollte halt nur wirklich nicht Abzocke sein. Also 50 € für einen Skin ist Abzocke, egal wie geil der Skin ist. Das ist einfach Abzocke. Aber ja, der Schmied, finde ich ja gut, dass du da so deine Mods lieber schön zugänglich anbietest. Also, das ist auf jeden Fall sehr ehrenhaft von dir. Ja, und die Tour hier, die geht tatsächlich viel länger, als ich dachte. Es sah gar nicht so lang aus, aber hey, ist ja cool. Dann haben wir hier direkt bei der ersten Tour ordentlich, spulen wir hier schon mal ordentlich Kilometer runter. Und der Kollege da vorne mal ein bisschen Gas geben würde. Ja, schön hier. Sehr schön. Hier bin ich noch nicht lang gefahren, wie auch auf vielen anderen Strecken noch nicht. So, jetzt zeigt sich hier auch schön wieder die Sonne. Ach so, also einfach Free Mods, die verkaufen die dann hier. Ja, das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Das stimmt. Tja, krass, womit sich doch Geld machen lässt, wenn man es richtig anstellt. Scheinbar. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute das dann am Ende kaufen.
Aber ja, ich könnte mir ja auch mal irgendeinen Mod nachher downloaden und dann sage ich hier im nächsten Stream, hey, kauf den von mir, den krassen Mod. Nee, das würde ich nicht machen. Ja, das ist schon blöd. Ich weiß, dass viele Leute im Internet auch nicht so die oberseriösen Typen sind. Also wie gesagt, wenn es ein guter Mod ist, ja, und wenn es Abzocke ist, dann nein. Und wenn es geklaut ist, ja, dann noch dann absolut no. Ja, ich müsste mal schauen, was es denn bei ATS so an Mods gibt. Also was mich bei ATS interessieren würde, wäre vielleicht noch irgendein anderer Truck. Vielleicht so ein einer, ja, keine Ahnung, mal gucken, was es da so gibt. Da wird es ja bestimmt auch ein paar Mods für Trucks geben, oder? Also ja, klar, wenn das irgendwelche russischen Mods sind, wenn du dann hier aus Europa kommst, oder hätten wir auch links bleiben können, dass man die dann nicht so einfach findet, das glaube ich gerne, ja. Es gibt ja auch manche Foren, da muss man sich erstmal anmelden und so, um da überhaupt zu sehen, was es zum Download gibt. Und wenn das dann russische Sprache ist oder so, es haben natürlich, klicken es natürlich viele direkt weg, ist klar. Jo, der ist auch locker drauf hier. Naja, ist schon okay. Man hält ja zusammen als Truckfahrer. Vor allem, der hat hier ADR, wie man deutlich sehen kann. Dann na, lassen wir den mal ziehen. Fahren wir auch mal nicht so dicht auf. Ihr wisst ja, ohnehin immer 50 Meter Abstand halten. Sicher ist sicher. Ah, nur einen Mod. Hast du auch einen LKW-Mod oder was benutzt du da für einen Mod? Ich glaube, in ATS habe ich auch so gut wie keine Mods. Muss ich mal gucken, wenn ich das nächste Mal fahre. Oh, das ist auch ein sehr befahrener Kreisverkehr hier. Eieiei, da. Tja, sind wir voll in der Rush-Hour oder was? Mann, 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 Mann. Da wäre ich besser gerade mal gefahren. So jetzt zum Beispiel. Wobei, das war auch schon ein bisschen aggressiv von mir. Der eine PKW, der da reingefahren ist, eigentlich hätte ich da warten müssen. Ich meine, da war noch genug Luft, aber schon sollte man eigentlich als LKW-Fahrer nicht machen, den dann dadurch runterbremsen, ne? Also ich glaube, wenn du das in der Prüfung machen würdest, das würde der Prüfer nicht so gerne sehen. Es wäre zwar wahrscheinlich noch nicht dein absolutes Todesurteil, aber da würde ich dann auch lieber vorsichtig warten und warten und warten und wenn er wirklich mal frei ist, fahren. Ja, keine Ahnung. Er ist ja abgebogen. Hat man zwar vorher noch nicht wissen können, aber so gesehen alles gut gegangen. So, sind wir hier schon wieder. Es geht über Stock und Stein, aber dafür sieht man auch ein bisschen was vom Game. Nicht nur triste Autobahnlandschaften. Nein, schöne Fahrzeuge und Wege, schöne Landschaften und Wege. Fahrzeuge zwar auch, aber eher Landschaften natürlich. Ah, den Lone Star, okay. Klingt gut, Schmied, klingt gut. Spielst du eigentlich mit Lenkrad?
Hi Altenfelder, grüß dich. Du hast heute Bauinnung, meinst du, du hast Prüfung oder was? So, abgeknickte Vorfahrtsstraße, wir fahren hier schön geradeaus. Ja, schön, dass du reinschaust. Auf jeden Fall, falls du Prüfung hast, wünsche ich dir natürlich alles Gute. Toi, toi, toi. Ach, Ausbildung. Naja, okay, dann hast du aber irgendwann Prüfung. Zwar nicht heute, aber irgendwann. Naja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal viel Spaß in der Schule heute. Und schön, dass du Zeit gefunden hast, reinzuschauen. Ich hoffe, bei dir ist alles gut heute und ja, dir geht's einfach prächtig. So, links frei, ja, rechts frei, links frei, okay. So, was ist das hier wieder für ein Gebiet? Voll durchs Industriegebiet. Ist das hier der einzige Weg oder was? Oh, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Stunden vor uns, mein lieber Freund. So, was, wer hat hier Vorfahrt rechts vor links oder was? Käffchen ist auch all. Ja, schon vor einer Ewigkeit. So, was ist das? Kriegen wir die Ampel hier noch? Kriegen wir auch noch. Wunderbar, wundervoll. So, und hier fahren wir wieder ein bisschen durchs Wohngebiet, aber nur am Rande, so wie es aussieht. Straßen sind ja breit genug. Geht also. So, jetzt machen wir nicht nochmal den Fehler. Jetzt warten wir hier schön. So, ja, nee, die Straße ist uns. Coole Statue da rechts. Sieht schön aus. Macht hier alles schön lebendig und glaubhaft. Schön, dass es dir gut geht. Bis nachher, Altenfelder. Der Schmied, welches Lenkrad benutzt du denn? Und fährst du nur im ATS mit Lenkrad oder auch im Farming Simulator? Ich überlege nämlich derzeit, ob ich vielleicht mal wieder mit Lenkrad Farming Simulator spiel. Ich bin da hin und her gerissen. Aber eigentlich läuft es sehr gut und sehr gechillt mit Gamepad. Eigentlich bin ich da sehr zufrieden. Okay, das G27 ist natürlich nach wie vor gut. Schade, dass das nicht mehr neu zu kaufen gibt. Das wäre dann bestimmt mittlerweile recht billig. Okay, also auch Farming Simulator, coole Sache. Und fährst du dann Farming Simulator so wie ATS aus dem Cockpit oder benutzt du da auch Third-Person-Ansicht, wenn du mit Lenkrad fährst? So, wie schön, es wird direkt grün, nur für uns. Das freut mich. Ach so, oh, ich dachte schon, wir wären hier echt falsch gefahren. Das sieht ja aus wie so ein Hinterhof. Okay, wir benutzen die Fähre, ja, das macht Sinn. So, dann lassen wir mal wieder die Scheibe runter hier. Ja, voll versteckt hier, so hinter dem Hinterhof so ein Riesenschiff. Naja, gut. Lässt sich wohl nicht anders machen durch die Bauweise. Okay, der Schmied. So ähnlich würde ich es wahrscheinlich auch machen. Danke für die Info.
Yeah, why not? Carefully driving, safety first, my friend. So, hier lang oder nicht hier lang. Da darf man auf jeden Fall mit LKW lang fahren. Da ist die Warteschlange. Aber da müssen wir lang und dann wahrscheinlich da drüben nach rechts. Da sind wir auch schon am Zielchen. So, da wartet er schon und winkt, jo, 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 ich komme ja schon. So, du sagst, wann ich einhalten soll, Chef? Jo, hier. Cool. Ja, das Licht können wir auch ausmachen, das wird eine lange Reise. Nicht, dass uns da noch die Batterie, ich meine natürlich der Akkumulator ausgeht. Yeah, yeah. ETS 2. Oh, ja, Schmied, ich ehrlich gesagt auch. Habe ich am Wochenende auch mal kurz. War es beim Farming Simulator? Ich glaube schon, habe ich das mal in die Runde geschmissen. Also mir wurde gesagt, es ist gut für Fliegen und Euro Truck Simulator und alles, wo man halt wirklich im Cockpit arbeitet, also im Prinzip nur im Cockpit arbeitet. Aber man müsste sich trotzdem dran gewöhnen. Und ich glaube, was die damit meinen, ist, dass man den Kopf nach links bewegt, aber die Augen trotzdem auf dem Monitor hält, was ja eigentlich erstmal eine unnatürliche Bewegung ist. Mir wurde aber auch schon hier im Euro Truck Simulator vor 1-2 Monaten Head Tracking empfohlen. Da waren auch zwei Leute, glaube ich, also an einen kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Der hat gesagt, das soll ich auf jeden Fall benutzen, das ist super cool. Ja, und ich bin hin und her gerissen, nach wie vor. Also mal denke ich mir, naja, komm, kannst du ja holen. Und dann denke ich, ja, nee, vielleicht eher doch nicht. Jo, Weihnachtsgeld hin oder her. So teuer ist es ja, glaube ich, gar nicht, oder? Also gar nicht mehr. So, immer noch 13 Stunden. Und hier geht's wieder raus. Ja, klar, mit Kinder und Familie kostet natürlich keine Frage, aber
Ich denke mal, wenn man 1, 2 Monate spart, wie viel kostet das? 199 Euro oder so? Dann sollte man das Geld ja, denke ich mal, schon zusammenbekommen. Aber ist ja vernünftig, dass du das Geld nicht einfach so raushaust und dir quasi erstmal einen Finanzplan erstellst. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass der Weihnachtsmann gnädig zu dir sein wird. So, Fenster hoch. Wie spät ist es? 15 Uhr. Nö, dann brauchen wir das Licht noch nicht anzumachen. Oh, man sieht schon hier Richtung Zentrum und viel Verkehr. Ja, super. Kaum von der Fähre runter geht der Stress wieder los. Bitte schön, Schmied. Ich drück mir dann auch mal selbst die Daumen, dass ich es mir irgendwann hole und dass es mir gut gefällt. Sonst wäre ich irgendwie schon ziemlich abgeturnt, aber das Risiko hat man halt immer. So, hier alles doch da. Ja, nur rausfahren wird schwierig. Ja, bitte. Ja, auf, Leute. Oh, yo, Alter, ist das dein Ernst, Busfahrer? So, links frei. Da quetschen wir uns jetzt einfach mal rein. Der Bus ist auch schon weg. Gut. So, hier muss man wahrscheinlich so ein bisschen auf eine Straßenbahn achten. Keine Ahnung. Zumindest sind da Schienen, aber wie die sich das jetzt gedacht haben, weiß ich nicht. Zur Not, ich meine, eine Straßenbahn hat auch eine Bremse. So ist es ja nicht, gell? So. Dann wechseln wir mal hier die Spur. Oh, im grünen Bereich. Na, ah, das ist doch wundervoll. Das wird unseren Chef freuen. Ah, wobei, ich glaube, dem geht es nur ums Geld. Der sagt, fahr ruhig hier auch mit 90 lang. Hauptsache, du kommst früh beim Kunden an, machst einen guten Eindruck. Strafzettel, tja, ist deine Sache, bezahlt der Fahrer. So, da ist auch diese ominöse Straßenbahn. Wenn man von der guten Straßenbahn spricht, ist sie auch schon da. Was ist denn das für ein fliegender Holländer da vor uns? Ja, ein bisschen enger hier, aber auch das finde ich gut. Dann kriegt man auch mal das Gefühl dafür, der hält an oder was? Ja, danke, mein Freund. Ja, wie es halt so in der City, im Zentrum zugeht mit Trucks. Ich denke mal, im echten Leben ist es noch viel schlimmer. Ja, Noah, it's PlayStation 4 G29 version, but working on PC as well, because right now we're playing on PC, of course.
G27, G29, everything good from Logitech. G25 too, and G923 also. Bisschen dunkel hier, aber ich möchte das Abblendlicht noch nicht anmachen. Und ich glaube, ich muss mir gleich mal irgendwo eine Raststätte holen für ein frisches Käffchen. Und da vorne schleicht auch wieder einer rum, aber okay, der hat auch Gefahr, gut sieht man schon. Die müssen natürlich etwas vorsichtiger fahren, da schaut der Gesetzgeber noch viel genauer drauf. Ist also so gesehen nicht ihre Schuld. So, hier endet die Autobahn. Kaum hat sie angefangen, ist es schon wieder zu Ende. Zumindest, wenn man dem Schild da Glauben schenken darf. Hi, Aubix Gaming. Nein, nur sonntags. Wie geht's, wie steht's? Kraftstoff haben wir tatsächlich auch noch viel, obwohl wir schon gut gefahren sind. So, dann können wir hier gleich mal, wenn der Auffahrstreifen fertig ist, wieder rüberfahren. Gesagt, getan. Und dann sind es auch nur noch chillige 11 Stunden, hey. Ja, da wird es ja fast schon Sinn machen, tatsächlich dann bald mal an der Tankstelle vorbeizufahren. Zum einen, um Kaffee zu tanken, aber zum anderen könnten wir ja auch ein bisschen Diesel nachschießen. Und bald ist auch Zeit fürs Abblendlicht, sehe ich schon. So, der liebe Kollege da hinten, der wird mich ja hier rauflassen, denke ich mal.
So, da zum Beispiel perfekt ein Rastplatz, wo es einfach alles gibt. Da werden wir mal eine kleine Kaffeepause einlegen und ein bisschen was tanken. Dann kann ich auch schon mal das Abblendlicht anschalten. Jetzt würde ich sagen, macht es langsam Sinn. Es dämmert hier schon ganz gut. Also, ja, fahren wir hier mal ab. Ich hoffe, das ist hier auch richtig. Was ist denn das für eine krasse Tankstelleneinfahrt? Naja, also für, ja, doch, sieht okay aus. So, Fenster runter. Oh, die Tankstelle ist aber ganz schön klein. Also, da haben sie mich aber krass getrollt hier. Das sah aus wie voll die Major-Tankstelle. Das ist sie scheinbar nicht. So, was mit dem Nice Guy hier? Fährt er nochmal? Und hinter mir direkt der nächste Truck. Ja, ich denke, er wird wohl gleich wegfahren. Wobei, wir müssen, glaube ich, eh da links tanken. Haben wir hier auf der rechten oder auf der linken Seite unseren Tank? Links haben wir einen und rechts AdBlue, oder wie? Ja, die zwei hier, die können sich auch nicht einigen, wo sie lang wollen. Naja, gut. Ja, ich merke schon, ja, wie gut, dass die da einen langen Tankrüssel haben. Dann können wir auch über die andere Seite denn drüber ziehen und reinstulpen oder stecken. Stulpen ist, glaube ich, das falsche Wort. Ja, die AI wieder unter sich hier. So, wir stehen aber noch nicht gut da. Wir machen mal ein bisschen Platz hier für die Gentlemen. Und dann, nachdem wir uns einigermaßen ausgerichtet haben, so, jetzt haben sie sich dazu entschieden, weiterzufahren. So, alles klar, dann bleiben wir jetzt mal so stehen. Ein bisschen weit vorne, aber. Ah, nee, dann fahren wir nochmal ein Stück zurück. Jetzt, wo hier Platz ist. Was mit dem da hinten? So, jetzt. Ach ja, wie schön. So, dann gehe ich schon mal tanken hier gerade. Zack, rüber und tanken. Viel Spaß auf X Gaming. Gut, dann. Ja. Oh, da ist ja viel los, aber kann ich jetzt auch nichts dafür. Wir gehen jetzt erstmal bezahlen und holen uns ein Käffchen. Da muss ich die Beine in die Hand nehmen, damit ich hier den Verkehr nicht aufhalte. Also ich bin in 4 Minuten wieder da. Bis gleich.
So, da bin ich wieder mit einem frischen Kaffee. Und wie ich sehe, hat der Verkehr sich hier tatsächlich auch wieder beruhigt. Okay. Ja, dann kann die Reise ja weitergehen, meine Freunde. So, müssen wir hier nur beim Rausfahren etwas achten. Jo, danke. Schmied. Ja, ich hoffe, ihr habt auch alle Kaffee am Start. Oh, da kommt ein Auto. Schafft er das? Boah, krass. Ja, da habe ich ja richtig Angst hier. Oh, und auch hier ganz schön eng. Ja, da werden wir wohl ein bisschen das Gras hier küssen. Vorsicht drüber. Ja, da sind wir aber nicht der Erste. Ihr seht schon, die Ecken sind ja schon leicht abgefahren da. Okay. So, frischer Kaffee. Was will man mehr? Kaffee und Diesel. Ich sag's ja immer mal wieder gerne. Das ist das, was man zum Leben braucht. Oh, sehr schön, Schmied. Das gefällt mir. Dann bin ich ja nicht alleine hier mit meinem Käffchen. So, und dann geht's weiter mit Schokolade on board in unser Ziel oder zu unserem Ziel im tiefen Finnland. Ach du Schande, was ist denn hier schon wieder los? Kommt man nicht mal mehr von der Autobahn hier runter? Ja, auf, Leute. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten müssen. Mensch. Was ein Megastau. Okay, so, dann haben wir das auch geschafft. Volle Fahrt voraus. Ui, volles Twitch-Bimmeln voraus. Boah, dann schauen wir mal, was da so Schönes gebimmelt hat. Wonderworld 0523, einen schönen guten Tag. Willkommen hier auf Simchay. Danke für die Unterstützung, danke für dein Follow, danke fürs Zuschauen. Merci, gracias, amigo muchacho. Thank you very much. Ich wünsche dir einen tollen Mittwoch und hoffe, alles klar bei dir. Und nochmal danke für die Unterstützung. So, hier kommt ein Tunnel. Aber Licht ist schon an. Jetzt nur nicht zu schnell fahren. So 80, ja, 80 passt doch. Ah, und jetzt sind wir hier in so einer Art Grand Canyon. Sieht auch gut aus. Ja, ist immer wieder überraschend, was man hier so auf der Karte findet. Und natürlich auch im American Truck Simulator. Ja, und wie gesagt, bald kommt das Spanien DLC raus. In Kombination mit Pro Mods und RusMap wird das ein Traum bestimmt. Ist es ja jetzt schon. Kann nur noch besser werden. Und ich warte ja immer noch darauf, dass die irgendwann mal offiziell einen Gliederzug Wechselbrücken DLC ankündigen. Ich bin mir sicher, dass die da nach wie vor insgeheim dran arbeiten. Es gibt so viele Leute, die sich das wünschen und die hatten ja auch schon mal offiziell Skizzen vorgelegt vor 5, 6 Jahren. Na, ist übertrieben, vor 4, 5 Jahren oder so. Vielleicht waren es auch nur 3 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, wo die schon genaue Überlegungen hatten, wie die das umsetzen wollen. Also, die waren da wahrscheinlich schon, hatten da schon eine ganz gute Basis. Warum es jetzt doch nie was geworden ist oder warum es jetzt so lang dauert, keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, es kommt irgendwann. Und dann hoffentlich auch schön mit Lafettenanhänger, wo man dann unter eine Wechselbrücke fahren muss und richtig auch die Führungsschiene treffen muss und dass es dann auch gut simuliert ist und so. Das wäre richtig, richtig geil.
Ich habe da meine Hoffnung. So, hier lassen wir mal ein bisschen rollen. Da vorne geht es ja wieder hoch. Das gleicht sich ja dann wieder aus. So, und schwupps. Sind wir wieder in der angemessenen Geschwindigkeit unterwegs. Also du meinst mit Wechselbrücken aufnehmen und so, Schmied? So, immer noch ganze 9 Stunden. Das ist cool. Ich weiß zwar nicht, ob das technisch möglich ist, aber wenn da jemand dran arbeitet, dann wird es wahrscheinlich irgendwie gehen. Also ich hoffe, das wird was. Das würde mich extrem happy machen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber danke fürs Update. Du bist da natürlich als Modder näher an der Materie dran als ich als User. Hi Jeremia, schön, dass du mal wieder reinschaust. Dich sieht man hier nicht mehr so oft. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Und ja, ich weiß, du hast wahrscheinlich viel mit der Schule zu tun. Also kein Stress, schön, dass du es mal wieder geschafft hast. Naja, Schmied, besser als nix. Dann gegen da von Mercedes habe ich jetzt auch nichts einzuwenden. Also wenn man immerhin damit schon mal fahren kann, warum nicht? Bin ich dabei? Kann man ja ein neues Spielerprofil erstellen und dann nochmal quasi eine neue Rolle dafür kreieren. Was weiß ich, Bernd Müller, der Gliederzugfahrer. Was weiß ich, sowas halt. Danke, Jeremias, mir geht's auch gut. Hallo Maxi-Streamer, guten Morgen, schönen guten Tag, willkommen hier im Chat. Schön, dass du reinschaust, ich hoffe, bei dir ist auch alles klar. So, da bimmelt's direkt nochmal. Muss am frischen Kaffee liegen. Maxi-Streamer, danke ganz offiziell nochmal. Willkommen hier auf SimJ. Danke für die Unterstützung, fürs Zuschauen. Schön, dass du im Chat vorbeischaust. Danke für dein Follow. Merci. Gracias, amigo muchacho. Thank you very much, mein Freund. Und ich hoffe, du bist auch ordentlich am LKW bügeln. Wenn nicht, dann bestimmt nachher. Schon mal viel Spaß dafür. So, dann fahren wir wieder gechillt hier in den Sonnenuntergang rein, irgendwo. Im mittleren Finnland, typisch finnische Straßen, viele lange Landstraßen, gemütlich zu fahren, schön in den Wäldern versteckt. Ja, sehr idyllisch das Ganze. Da frage ich mich, warum die Finnen als depressives Volk gelten und deswegen angeblich so viel Alkohol trinken. Aber gut, ich war noch nie in Finnland. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal in Finnland bin, kann ich mir die Frage selbst beantworten. Aber so jetzt vom ETS, vom Euro Truck Simulator her betrachtet, gefällt mir Finnland gut. Was ich auch cool finde, ist, dass die eine, wie man so schön sagt, eine gute Kaffeekultur haben. Also, ich habe jetzt schon mehrfach gehört, die Finnen trinken viel Kaffee und auch zu den unmöglichsten Zeiten oder Anlässen. Also, ich habe gehört, wenn die irgendwie saufen oder so, dann ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass man nach einem Wodka sich noch einen Kaffee reinzieht, bevor man dann den nächsten Wodka trinkt, so ungefähr. Also ich trinke ja keinen Alkohol, aber ich trinke natürlich Kaffee und das auch gerne, wie die Stammzuschauer hier wissen.
Von daher gefällt mir das ganz gut, was da abgeht in Finnland, kaffeetechnisch. Gibt doch auch so ein Video, wo Kimi Räikkönen, ich glaube, er war noch bei Ferrari, sitzt da irgendwo und wird interviewt und dann kommt jemand, bringt ihm Orangensaft und er sagt, nein, ich will einen Kaffee. Ja. Passt gut. So, nochmal ganz kurz gucken, was der Chat hier schreibt. Moment. Nicht, dass ich gegen eine Leitplanke fahre. Ja, okay, Schmidt, kannst du mir mal den Link im Flüster, also im Twitch-Privat-Chat, also Flüster-Chat, wie es offiziell heißt, schicken. Ich gucke mir den mal an. Das muss ich auf jeden Fall mir mal anschauen. Wenn das klappen würde, da wäre ich total happy. Also wenn es auch gut gemacht ist, ja, es muss halt auch gut gemacht sein. Ah, okay, Maxi, mehr Multiplayer. Ja, kein Problem. Also ich fahre mehr Singleplayer, aber ich habe jetzt vor ein paar Wochen auch die erste Folge Trucker MP gemacht. Das lief ganz gut und ich werde auch immer wieder gefragt, wann ich wieder Trucker MP fahre. Das werden wir also irgendwann demnächst auch mal wieder parallel dazu laufen lassen. Jeremias Landwirtschaftssimulator wahrscheinlich morgen früh, aber auf meinem anderen Account, auf Let's Jay, auf der PlayStation 4 Pro, auf der Map Obergräbach. So, da habe ich hier noch eine Privatnachricht. Die werden wir auch noch direkt beantworten. Und dann geht es hier auch schon weiter. Schon ist gut. Also eigentlich war der Plan, heute eine lange Tour nach Russland zu fahren, aber ob wir das noch hinkriegen. Naja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Jetzt heißt es erstmal Keep on Trucking. Wie immer. Wenn es nicht gerade Keep on Farming heißt. Da bimmelt's nochmal. So, jetzt Konzentration hier weiter geradeaus. Ja, so, und dann gucken, warum es hier bimmelt. Dominik, auch dir einen schönen guten Tag. Willkommen hier auf SimJ. Vielen Dank für dein Follow. Merci, gracias, amigo muchacho. Thank you very much. Und willkommen. Vielen, vielen Dank für deinen Support, mein Freund. Ich hoffe, bei dir ist alles klar, lieber Dominik. So, dann nochmal hier mit 80 lang getuckert. Ja, und hier auf SimJ, Jeremias, spätestens Samstagmorgen geht es dann mit Ravenport weiter. Genauso wie Sonntagmorgen, das sind ja immer hier die festen Farming-Simulator-Zeiten. Was am Freitag läuft, weiß ich noch nicht. Aber morgen am Donnerstag auf jeden Fall. Auf meinem anderen Account hier auf Twitch, Let's Jay, oder wie es geschrieben wird, Let's Jay.de. Das DE steht halt für Deutschland. Vielleicht nehme ich das irgendwann mal wieder raus, aber als ich hier die Accounts gemacht habe, dachte ich, das wäre ganz gut, noch ein DE hinten dran zu hängen, dass man weiß, dass ich hier auch ein deutscher Streamer und Let's Player bin. Und da gibt es ja, wie ihr, oder wie einige zumindest, also sagen wir mal, wie die treuen Leute, die Stammzuschauer wissen, da gibt es dann immer Farming Simulator 19 auf der PlayStation 4 Pro und momentan spielen wir auf der Map Obergräbach. Ja, und das macht Spaß. Ich freue mich schon drauf. Oh, etwas schnell hier den Berg runter, aber der Retarder regelt schon, autonom sozusagen. Freut mich, Dominik, dass es dir gut geht. Danke, dass du auch im Chat reinschaust. Dann nochmal persönlich danke für deine Unterstützung. Mir geht's auch gut. Bin hier fröhlich am Tracken für die gute alte Wanzek Logistics Company und ja, läuft. Schöne, lange, stressfreie Tour, so gefällt mir das. Jeremias, was meinst du? Ach, um wie viel Uhr? 8:30 Uhr geht's los morgen auf Let's Jay mit Farming Simulator 19 auf der PlayStation 4 Pro auf Obergräbach. Oh, da bin ich hier ja schon fast zu schnell mit meinen 80. So vom Gefühl, das ist ja schon fast Rennfahren hier.
Naja, aber ein guter Trucker, der kann das. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein guter Trucker bin. Ich meine nur, ein guter Trucker, der kann das. Ob ich das kann, das werden wir noch sehen. Spätestens, wenn ich im Graben liege, dann nicht. So, jetzt gehe ich aber mal ein bisschen runter hier, weil der Typ da vorne ist auch nicht super schnell unterwegs. Das sieht auch schwer aus, was der da drauf hat. Tja. So, immer noch 7 Stunden. Na, hier nehmen wir mal den Tempomaten raus. Ich merke schon, da müssen wir ein bisschen Feingefühl am Gaspedal an den Tag legen. Zum einen, um den Abstand zu dem Vordermann zu halten, zum anderen, um hier auch gut durch die Kurven zu swingen. Ja, also der Schmied, keine Sorge, nicht falsch verstehen. Wir spielen nur auf meinem anderen Twitch-Account auf Let's Jay, die PlayStation 4-Version. Die PC-Version spielen wir hier auf SimJay jeden Samstag ab 8:30 Uhr und jeden Sonntag ab 8:30 Uhr und dann Sonntagmittag ab 14:30 Uhr gibt es dann nochmal bis 18 Uhr im Normalfall eine Co-op-Session auf Estancia La Pacho, auch auf SimJay und auch auf PC. Aber ich auch eine PlayStation 4 Pro habe und natürlich großer Farming-Simulator-Fan bin, habe ich mir irgendwann gedacht, komm, dann spiel doch auf deinem Let's Jay-Account exklusiv, wie ich es immer nenne, die PlayStation 4-Version. Und ja, man hat natürlich Einschränkungen, was den Arbeitsspeicher betrifft und so, aber man kann natürlich ein paar Mods auch installieren. Also ich bin auch mit der PlayStation 4-Version, muss ich sagen, sehr zufrieden. Spiele ich auch gerne und dann wird auch mal meine PlayStation richtig benutzt und gefordert. Das ist auch ein gutes Gefühl. Und den Leuten gefällt es auch. Gibt ja einige Leute, die es auf der Konsole spielen. Also auch hier auf SimJay viele, die zuschauen immer am Wochenende beim Farming Simulator. Da gibt es wirklich viele, die spielen es auf Xbox und PlayStation. Ach, da kann ich sie nutzen. Ach so. Ich dachte, du sagst, da kann ich sie nicht nutzen. Ja, gerne. Wenn die im Mod-Hub drin sind und du mir verrätst, welche von dir sind, dann werde ich die gerne morgen früh mal installieren, bevor wir hier anfangen. Beziehungsweise bevor wir auf Let's Jay anfangen. Oh, jetzt sind wir aber doch etwas dichter auf den draufgefahren hier. Wieder ein bisschen zurückfallen lassen. Ich sollte mich auf jeden Fall, jetzt wo du wieder vom Modding redest und ich wieder an Map-Editing denke, sollte ich mich mal nur mal so ein bisschen zum Spaß in ETS und ich glaube in Farming Simulator, was Map-Making angeht, einarbeiten. Also ich glaube, da würde ich auch wieder richtig aufblühen, weil das macht mir halt einfach Spaß. Ja, gut, Zeit habe ich dafür momentan nicht, auch nicht am Wochenende, weil da alles voll ist mit Streaming. Ja, und Gaming im Allgemeinen. Und was dann Offstream ist, ist eigentlich alles relativ, ist dann alles Real Life. Also, aber irgendwann habe ich ja bestimmt auch mal wieder Urlaub. Da könnte ich mich ja dann immer mal jeden Tag ein bisschen dran setzen und mich ein bisschen einarbeiten. Und dann mal irgendwas so zum Spaß, was Kleines machen. Und wenn das gut klappt, kann man das ja immer noch ausbauen. Ich habe sogar einmal, ist gar nicht so lange her, ein Angebot von einer ganz, ganz kleinen Firma bekommen. Also, wenn man es so nennen möchte, es war eine Handvoll Leute, die wollten einen Multiplayer-Shooter bauen. Den gibt es auch auf Steam. Also zumindest ist er angekündigt. Und die haben gefragt, ob ich für die Maps baue. Fand ich schon cool. Habe ich aber keine Zeit für. Aber immerhin.
weil die sind auf mich durch Amma aufmerksam geworden. Also wie Sie sagen, meine Delta Force-Reihe, meine Missionsreihe, die hat denen gut gefallen. Ja, dann habe ich da einen Zugang gekriegt, wo ich das hätte testen können und so, aber ja, keine Zeit und ich meine, tja, ich weiß auch nicht, ich glaube, die hätten mir nicht mal Geld dafür gegeben, aber trotzdem war ich ein bisschen stolz. Ja, und die andere Frage ist natürlich, hätte ich es überhaupt hinbekommen? Das ist natürlich auch noch sowas. Aber es ist wirklich ein ganz kleines Projekt. Also es war so eine Art Arena-Shooter, 4 gegen 4 oder so, bescheidene Grafik, bescheidenes Gameplay. Wird bestimmt nichts sein, was populär wird, aber trotzdem. Na? Schon cool. Deswegen, also ich bin da nach wie vor nicht abgeneigt, mich in Map-Editoren rumzuschlagen. Ich wollte auch mal für diese Rollenspiele Shadowrunner, kennt ihr vielleicht? Die haben ja auch einen Map-Editor, beziehungsweise da kann man ja auch mit Steam Workshops Support Missionen und so bauen. Da wollte ich auch mal eine kleine Mission bauen, da habe ich auch mal angefangen. Da hat man eigentlich auch relativ viele kreative Möglichkeiten. Da gab es auch mal eine Szene, die haben im Workshop richtig krasse, nicht nur kleine Szenarien gebaut, sondern teilweise richtige Story-Kampagnen. Aber das ist irgendwie alles ziemlich tot. Ich frage mich warum, weil die Games kann man nach wie vor spielen und da kommt auch irgendwann mal wieder ein neuer Teil raus, da bin ich mir sicher. Und es hat halt einfach Potenzial. Also du kannst auch eigene Texturen reinmachen, ne? Und auch, aber auch das Basisgame bietet so viel Platz für Stories und gerade Leute, die so Spiele spielen, das ist ja wie Bücher lesen, da kommt es ja auch viel einfach auf die Storytexte und so an und tja, ich frage mich, warum da jetzt nicht mehr so viel Leben drin ist. Also alleine ich hätte da schon so viele Ideen für kleine Missionen und Stories. Und ich bin jetzt gar nicht mal so der Hardcore Shadowrun-Experte oder Fan. Ich habe irgendwann angefangen mit dem ersten Teil und es hat mir halt gut gefallen. Und dann habe ich alle drei gespielt und wenn der neue rauskommt, irgendwann spiele ich den bestimmt auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Tabletop gespielt habe und die Bücher gelesen habe und voll die Ahnung von dem Game habe. Ich bin eigentlich erst so ein bisschen zum Fan. Fan ist vielleicht auch übertrieben gesagt, aber sagen wir mal so, zum Liebhaber dieser Spielereihe geworden durch den ersten Teil. Also es passt einfach alles. So wie die alten Fallout 1 und 2 Teile. So, Mac, der saftige Keks, sehr schöner Name. Willkommen hier auf Simjay. Vielen Dank für dein Follow. Merci, gracias, amigo muchacho. Thank you very much. Und ja, danke für die Unterstützung. Und ihr hört es vielleicht, mein Telefon bimmelt im Hintergrund, aber da kann ich ja jetzt schlecht rangehen hier. Mitten am Stream. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz, was geht hier ab. Hallo Spring, guten Morgen. So, oh, du hast ja doch noch viel geschrieben, Schmied. Kurz mal nachlesen. Ja, danke, schick mir die Links. Also wenn's sich irgendwie in Obergräbach umsetzen lässt, deine Mods, dann werde ich die auch gerne morgen mal installieren und auch gerne mal kurz vorstellen. Boah, ja, genau, Schmied. Ja, so also klein anfangen, logisch. Aber ich bleib auch klein, weil mir fehlt die Zeit und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich gut genug bin, um da in einem großen kommerziellen Team irgendwann mal tätig zu sein, aber so kleine, ein, zwei kleine Sachen zu machen, dafür reicht es auf jeden Fall und das macht mich auch happy. Ich habe dann auch in AMA immer meine Missionen veröffentlicht im Workshop und die kamen eigentlich auch gut an. Also ich kriege auch jetzt noch ab und zu Nachrichten, wenn Leute die downloaden. Also zu 90% sagen die Leute, geile Mission, wann gibt's was Neues? Und dann, ja, gibt es bestimmt auch irgendwann mal was Neues, wenn ich Zeit habe. Sowas motiviert dann auch immer. Na, wie gesagt, der nächste Urlaub kommt bestimmt. Und dann schauen wir mal.
Sowohl als auch. Also worauf ich mal richtig Bock hätte, wäre diese ganzen Spinrunner, Mudrunner, Snowrunner Games, da realistische Maps und Kampagnen zu bauen, weil ich finde die Spiele so als Truck-Fan natürlich geil, aber ich finde es halt, für mich ist einfach der absolute Upturn, dass die Spiele so arcademäßig unrealistisch sind, wo du da halt mit normalen Sattelzügen, Gliederzügen und Fahrzeugen langfahren sollst. Das ist einfach unrealistischer geht's gar nicht, und das macht für mich das ganze Spiel kaputt. Das ist ja so viel Potenzial, und ich hatte da immer die Idee, ja, so Maps zu bauen, wo man realistisch fährt. Also im Prinzip ganz langweilig wie im Euro Truck Simulator, dass man halt einfach irgendwo mit seinem Zug hinfährt, dann lädt man, dann fährt man zum Kunden, entlädt, und dann parkt man oder rangiert man irgendwo rückwärts rein und raus und fertig. Aber nein, die Leute müssen es ja übertreiben. Auch die ganzen Leute, die eigene Maps veröffentlichen, alles so übertrieben. Klar, dafür ist das Game eigentlich nicht gemacht, aber einer, der es halt gern realistisch spielt, denkt halt mehr so in die Richtung. Deswegen habe ich nach wie vor die Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal ein krasses Modding-Team ja quasi das Game vom SnowRunner nimmt und drumherum einen realistischen Trucking-Simulator baute. Das würde ich so unterstützen und mich einfach freuen. Alles klar, Schmied, bis später. So, 4 Stunden noch. Was sagt eigentlich die Real-Life-Uhrzeit? Tja. Sehe ich das richtig? 10:30? Naja, es geht eigentlich noch. Hier kommen Tempomat 75 rein. Oh, da vorne zieht der PKW am LKW vorbei. Seht ihr das? Ui, krasses Überholmanöver. So, hier beim Kreisverkehr, ein Flugzeug. Habt ihr es gesehen? Gerade gestartet, da hinten irgendwo scheint dann wohl ein Flughafen zu sein. Auch sehr schön. Was wollte ich denn sagen? Hier rechts wollte ich sagen. So, das ist ja auch nicht die größte Einfahrt. Da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. So, okay, freie Fahrt hier, sehr gut. So, hier darf man 80 fahren, also warum nicht auch 80 fahren? Oder will der Brother hier auffahren? Der Kollege, dann lassen wir dem noch ein bisschen Platz. War halt ungünstig, dass wir da gerade an ihm vorbeigefahren sind, als er selber auffahren wollte, aber weiß man halt vorher nicht. Wir haben das Beste draus gemacht, denke ich. Sind dann noch am Ende ein bisschen rübergeplinkt und ja,
Also halt ein bisschen vom Gas gegangen und konnte dann auch fahren. So muss das sein. So, das ist hier ein Ort, dann gehen wir mal vom Gas. Ich denke mal 50, sieht stark danach aus, ja. Schöne finnische Vorstadt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wie gesagt, leider war ich noch nie in Finnland, aber eines Tages könnte es soweit sein, falls die Welt irgendwann mal wieder normal sein wird. Hi, Elo. Hello. Howdy. Oh, hier sind echt 50. Ja, komm, da kann man schon mal 55 fahren. Das wird von mir als guter, vorbildlichen Truckfahrer doch erwartet. Und auf einmal darf ich 80 fahren. Sieh mal einer an. Ja, und wie, ja, doch. Tatsächlich. Immer noch 2 Stunden. Das zieht sich ja wie Kaugummi die Tour, aber schöner Fernverkehr, so wollen wir das haben. Dann hat man auch mal was gesehen und erlebt. So, da ist wieder so ein Tanker, also die sind ja bekanntlich immer etwas langsamer. So, da gehen die Lichter aus. Um 4 Uhr morgens, ein bisschen früh, wenn ihr mich fragt. Ich hätte gesagt, lasst die mal schön bis 6 Uhr leuchten, aber
Die Stadt oder das Government möchte wohl Strom sparen. I don't know. So, was geht hier ab? Links frei, rechts frei, links frei. Schön. Läuft wenig Verkehr, sehr gut. Hallo, willkommen zurück, Schmied. Schön, dass du wieder da bist. So, freie Fahrt, also hoch auf die 80 und ja, ihr seht's ja, breite Straße. Nach wie vor schöne weltliche Landschaft hier in Finnland. Also die scheinen ja echt viel Wald in Finnland zu haben. Demnach haben die bestimmt auch gute Luft da in Finnland. Und guten Kaffee natürlich. Ja, und auch die Trucking-Kultur, will ich es mal so bezeichnen, ist sicher nicht zu schlecht. Immerhin gibt es da HCTs, was will man mehr? Zwei Sattelauflieger hintereinander, das ist doch einfach nur geil. Sehr schön, Jeremias. Ich freue mich natürlich auch, dass du dich freust und dann morgen auf Let's Try at Farming Simulator 19 at Obergräbach at PlayStation 4 Pro Exclusive zuschauen wirst, mein Bester. Schauen wir mal, was morgen so geht. Oh, die Sonne, die blendet hier. So, keine Stunde mehr, also bald haben wir es geschafft. Oh, da bin ich überfragt, Schmied. Aber wenn es das Gesetz wirklich gibt, finde ich, das ist ein gutes Gesetz. Das sollte überall auf der Welt so sein. Aber wenn ich mir hier anschaue, wie viele Bäume da stehen, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass du da richtig liegst. Oh, Jeremias, das ist ja wunderbar. Und bekommst du tolle Geschenke? Irgendwas Cooles zum Zocken oder so? So, da vorne ist das Ziel. Tja, wir haben es dann tatsächlich geschafft, Leute. Oh, ganz schön viele LKW kommen mir da entgegen. Die kommen bestimmt auch alle von dem Kunden da vorne. Was auch immer das ist, hier auf jeden Fall sieht man schon Industriegebiet und da rechts sind irgendwelche Elche oder so. Oder sind das Hirsche? Oder sind Elche Hirsche? Ich weiß nicht, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ihr habt es ja auch gesehen. Was soll ich da groß labern? Halt so Tiere mit Dingern auf dem Kopf. Mehr muss man gar nicht wissen. So, dann geht's hier ins schöne Rovaniemi oder so. Rovaniemi. Genau dahin. Rovaniemi, ja. Oh, direkt hier in die City.
Und wir haben grün, voll gut. Gut, Jeremias, so muss es sein. Dann freu dich schon mal einmal schlafen und dann ist dein Ehrentag. Mann, 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 da waren wir jetzt aber echt lange unterwegs. Hey, der Volvo-Motor, der wird wahrscheinlich glühen. Wieder nach links. So, da hoffe ich mal, dass ich mich hier links einordnen kann. Ja, da kommt natürlich jetzt auch viel Verkehr. Und wie die hier angeschossen kommen. Ja, wie immer hier. So, was mit ihnen? Der wartet brav. Gut. Der hat wahrscheinlich schon wieder rot. Na, da bin ich ja mal gespannt, was das für eine Bude ist hier. So, da lassen wir das Fenster schon mal runter. Ah, die frische finnische Luft. So, hier rein. Ah, okay. So eine typische Bude für Lebensmittel. In dem Fall Schokolade, also von uns. Oder können wir auch mal wieder das Licht ein bisschen ausschalten, ein bisschen abblendlich sparen. Moin, Chef. Oh, der sieht irgendwie grimmig aus. Hallo. Ach so, ich dachte schon. Ja. So. Gut. Dann fahren wir da mal rein. Und dann schauen wir mal, wo die Schokolade stehen haben wollen, beziehungsweise wo abgeladen wird. Wir lassen den Trailer ja nicht stehen, der ist ja uns. Den nehmen wir schön wieder mit, den brauchen wir noch. Da sollen wir abladen, ja. Oh, haben wir ein Glück. Der Hof ist komplett frei. Ist ja easy going hier, was das Drehen angeht. Zehn Geschenke, ja gut, Jeremias. 10 sind besser als 5. So, wundervoll. Jetzt dürfen wir nur da rechts nicht gegen den Zaun krachen. Das wäre dann nicht so wundervoll. So, cool. Cool, doppel cool. So, dann schauen wir mal. Stehen wir auch ordentlich da? Kann man nicht meckern, oder? So, bitteschön. Dann checke ich mal gerade meine Privatnachrichten hier. Zumindest eine habe ich, glaube ich, gekriegt. Jo. Nee, doch nicht. Okay. Also, nur, nee, ja. Also, jein. Sagen wir mal so, jein. Okay. Kunden zufrieden, Chef zufrieden. Ja, dann bin ich auch zufrieden. Was sagt die Real-Life-Zeit? Ja, die sagt, wir müssen bald zum Ende kommen. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch eine kleine Tour hinten dran hängen, aber unsere,
Ja, Zeit ist bald rum, bum bum. Zum Beispiel irgendwo da russlandtechnisch wollte ich hin, aber ha, russlandtechnisch geht hier gar nichts, komischerweise. Ja. Niemand, ah, jetzt hier. Nach Vyborg, aber das wäre auch eine zu lange Tour, glaube ich. Was ist denn hier? Was geht denn hier ab? Was ist das denn hier? Ja, okay, man sieht schon, Russland wird nicht so oft angefahren. St. Petersburg, ja. Naja, gucken wir nochmal hier. Vielleicht gibt es ja doch noch ein, zwei kleinere Dinger nach Russland. Da, nee, das hatten wir gerade. Naja, gut, Leute, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt hier zum Ende. War ja durchaus cool. Und wie ich denke, auch lang genug. War eine schöne lange Tour. Also geplant war heute eigentlich, dass wir eine Tour nach Russland kriegen, aber was soll man machen? Wenn unser Disponent da nichts Brauchbares ausspuckt, dann ist es so. Dann würde ich einfach sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Genau da, wo wir jetzt stehen. Oh, es ist ein 540er. Ich habe Quatsch geredet. Es war gar kein 460er. Es ist ein 500, also 540 PS haben wir, so wie es aussieht. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Gerade für so krassen Fernverkehr nicht verkehrt. Und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass wir in der nächsten Folge hier, dass unser cooler Disponent von Wanzek Logistik eine Tour nach Russland klar macht. Das wäre ein Traum. Also dann, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke an die neuen Follower. Danke an den schönen Chat. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge und wenn ihr möchtet, bis morgen auf Let's Chat at Obergrebach. Ansonsten sehen wir uns hier irgendwann beim Euro Truck Simulator wieder. Macht's gut, viel Spaß und ciao.